Servus und herzlich willkommen zur neuen, zur frischen Ausgabe der Sportarena. Diesmal mit folgenden Themen und Gästen. Der EHC Red Bull München vor dem Viertelfinale in der Champions Hockey League. Eishockey und Darts Kultkommentator Sebastian Basti Schwele ist zu Gast in der Sportarena. E-Sport boomt. Ramazan Elmas und Nick Holste von der Spielvereinigung Unterhaching sind im Studio. Türkgücü München ist Tabellenführer und Aufstiegskandidat in der Regionalliga Bayern. Mannschaftskapitän Marco Holz ist live in der Sendung. Podestplatz zum Saisonauftakt. Der Allgäuer Bordercrosser Martin Nörl ist nach seinem dritten Platz vom Pitztal zu Gast. Für die Icecracks des EHC Red Bull München wird es morgen in der Champions Hockey League ernst. Dann tragen sie das erste Spiel im Viertelfinale aus. Abfahrt nach Stockholm für die Profis des EHC Red Bull München. Nach den beiden bayerischen Derbys in der deutschen Eishockeyliga gegen Straubing und Augsburg ging es heute für die Münchner nach Schweden. Die Mannschaft hat ein durchwachsenes Wochenende hinter sich. Beide haben ein richtig gutes Spiel gespielt, hier daheim gegen Straubing. Waren auch wichtige drei Punkte, vor allem Straubing ist Zweiter. Wir wollten unseren Vorsprung ausbauen. Ja, dann jetzt gestern gegen Augsburg war irgendwie nicht so ein gutes Spiel. Die Partie gegen Augsburg endete gestern 5:2 für die Panther. Damit hat der EHC die Generalprobe vor dem Champions-League-Viertelfinale verpatzt. Morgen trifft München im Playoff-Hinspiel auf den 16-fachen schwedischen Meister Djurgården. Ich denke, es ist wurscht, wie man in der Liga oder auf welchem Platz man in der Liga steht. Champions League ist eine andere Liga. Wir haben gestern leider verloren, aber wir wollen auf jeden Fall weiterkommen in der Champions League. Stockholm ist ein Top-Gegner und ja, die werden uns morgen alles abverlangen, aber wir sind bereit und freuen uns schon auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da unbedingt der Favorit sind. Wir sind unter den besten 8. Stockholm ist dieses Jahr auch eine Top-Mannschaft. Und ich denke, wir wollen einfach das Spiel gewinnen und dann nächste Woche hier auch ins Halbfinale einziehen. Am Wochenende stehen für den EHC Red Bull München dann noch zwei Spiele in der DEL an. Am Freitag gegen die Krefeld-Pinguine und am Sonntag gegen den Tabellendritten Adler Mannheim. 5 Spiele in 10 Tagen, da bleibt für die Profis kaum Zeit, um durchzuatmen. Man merkt schon, also man muss ehrlich sein, dass man irgendwann am Ende der Woche dann schon die vielen Spiele und die Reiserei merkt. Ja, aber es hilft nichts. Ich meine, wir spielen Champions League. Jede andere Mannschaft wäre jetzt gern da, wo wir sind. Deswegen können wir uns nicht beschweren. Anpfiff des Viertelfinal-Hinspiels ist morgen um 18 Uhr in Stockholm. Und sowohl in der Champions Hockey League als auch bei der bald beginnenden Darts-Weltmeisterschaft in England wird ein Mann im Einsatz sein, Bastian Schwele, der zur Kultstimme für den einen wie den anderen Sport geworden ist. Gleich ist er hier zu Gast in der Sendung. Hilfe, er macht! Hilfe! Hilfe! Und die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale! Emotional und euphorisch, spontan und stimmenstark. Sebastian Schwele ist der positiv Verrückte in den Eishallen. Als ehemaliger Eishockey-Profi überträgt er seit bald 2 Jahrzehnten am Mikro seine Leidenschaft an die Zuschauer. Ob deutsche Eishockey-Liga, Nationalmannschaft oder Weltmeisterschaft, Basti ist die Stimme des Eishockeys. Der 43-Jährige war bereits mit seinem Co-Kommentator Rick Goldmann und Sascha Bandermann für die Berichterstattung von der Eishockey-Heim-WM für den Deutschen Fernsehpreis 2018 nominiert. Die Mannschaften treiben das hier auf die Spitze, das Penaltyschießen. Die zweite große sportliche Liebe von Sebastian Schwele ist der Dartsport. Die Stars der Szene wie den Champion Michael van Gerwen, Rob Cross, Peter Wright und Deutschlands Nummer 1 Max Hopp bringt er in die heimischen Wohnzimmer. Einer seiner persönlichen Höhepunkte war der Neundarter von Dimitri Vandenberg bei der WM 2018. Das sicher kann er. Ja, 7, 8. Und der Neundarter. Da sind wir wieder. Dimitri Vandenberg. Guten Abend. Ab dem 13. Dezember ist Basti Schwele bei der Darts-Weltmeisterschaft im Volleinsatz. Für 21 Tage begleitet er die WM in England. Und davor und danach immer wieder Eishockey. Auf seine positiv verrückte Art. Und heute ist er zu Gast in der Sportarena. Herzlich willkommen. Basti, grüß dich. Ja, schön, dass es mal geklappt hat. Wir hatten das ja schon länger ausgemacht eigentlich. Ja, du hast dich ein bisschen gedrückt.
Hast du einfach den Terminkalender so pickepacke voll, dass es nicht rausgeht? Hin und wieder ja. Ich glaube, du hast mich zu den Playoffs gefragt und da ist es wirklich schwierig. Ja, da ist es aber schwierig, wahrscheinlich, weil die Leute ja dich als neutralen Kommentator erleben wollen. Ja. Wer dich gerade so im Einsatz gesehen hat, hast du eigentlich ein Wechselhemd oder irgendwas dabei? Weil du bist ja fertig nach so einer Übertragung. Da also nicht. Also bei der Übertragung, das war der Einzug ins Viertelfinale bei der Heim-WM 2017. Danach saß ich noch über eine Stunde allein im Stadion. Weil du fertig nicht laufen konntest, oder was? Nein, das war wirklich tatsächlich nah am Nervenzusammenbruch, emotional. Und Sascha Bandermann ging es übrigens genauso. Den habe ich dann abgeholt, der war gegenüber im Studio. Und der saß auch nur so irgendwie an seinem Schreibtisch, konnte sich auch eine Stunde nicht bewegen. Und dann sind wir irgendwann um 12 nach Hause gegangen. Jetzt stellen sich viele den Job gar nicht so aufreibend vor. Das ist immer sagen, so ein Kommentator, der hockt da, hat sein Mikro, erzählt ein bisschen was, was die Leute eh gerade sehen. Das ist genau das Gegenteil. Ist es härter fast sogar manchmal als früher noch, wo du selber auf dem Eis warst? Naja, es ist total anders. Das kannst du ja nicht vergleichen. Aber solche Spiele gibt es natürlich auch nicht jeden Tag. Also so eine Heim-WM und dann durchs Penaltyschießen Einzug ins Viertelfinale unter den besten 8 der Welt zu sein, das war schon was Besonderes und das hast du nicht jeden Tag. Und so einen Ausbruch gibt es jetzt auch nicht jeden Tag und das kannst du ja auch nicht planen oder irgendwas. Sondern das kam da tatsächlich und das... Damit ist auch gut. Da werden ein paar Jahre vergehen, bis es wieder so weit ist, glaube ich. Aber du bist einer, der emotional das Ganze lebt. Also so ein sachlicher Datenrunterbeter, das ist nicht dein Part. Nee, das ist für mich nicht Sport und das ist für mich auch nicht Kommentar, sondern man muss schon mitleben und mitfühlen. Und ich finde, das macht das Ganze erst lebendig. Aber da hat auch jeder unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Gefühle oder unterschiedliche Meinungen dazu, ob das gut ist oder nicht. Aber bis jetzt... bin ich noch nicht so angeeckt, dass jemand gesagt hat, hör auf mit dem, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Und wenn ich das auch nicht so ausleben kann, ich glaube, dann ist der Kommentar auch nicht mehr gut. Du wirst auf jeden Fall das Champions Hockey League Spiel, EHC Red Bull München, bei Djurgården Stockholm. Ja, war hast du gut gemacht. Djurgården. 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 Ach, das A mit so einem Pünktchen wird gesprochen. Ich war dicht dran. Ich sag nur noch Stockholm, dann kannst du nicht. Ja, sag Stockholm, gehen. Das ist okay. Das wirst du auf jeden Fall auch kommentieren bei, ja. Ich sag's einmal mal klein, bei Sport 1. Das ist nun mal genau. Der Sender für Eishockey. Was hast du denn für eine Erwartung? Ja, das ist tatsächlich schwierig einzuschätzen gerade. Djurgården hat man schon gesehen, die waren in der Gruppenphase mit Mannheim zusammen. Da gab es auch Sieg und Niederlage für Mannheim, aber das ist schon eine sehr gute schwedische Mannschaft. Aber dennoch, ich glaube, München muss sich da nicht verstecken, auch wenn man jetzt ein paar personelle Probleme vielleicht hat, gerade auf der Torhüterposition. Darf man gespannt sein jetzt, ob der Kevin dann wieder einsatzfähig ist am Dienstag bei diesem Spiel, Kevin Reich. Aber... München hat ja schon bewiesen, dass sie international mehr als mithalten können durch den Finaleinzug letztes Jahr. Und die wollen natürlich mehr. Und ach, bange muss einem da nicht sein. Also ich glaube, die vertreten Deutschland da ganz gut in dieser Liga. Sie sind die letzte Mannschaft im Wettbewerb, genau. Die letzte deutsche Mannschaft. Wieder mal. Warum ist das so schwierig, dass in so einem Wettbewerb, der vor 2-3 Jahren ja noch so ein Randdasein hatte, sich plötzlich die Mannschaften aus der DL nicht so stark in Szene setzen können? Es ist das sechste Jahr, dass es die Champions Hockey League in ähnlicher Form gibt, aber in dieser Konstellation mit ein paar Modusänderungen. Aber jetzt, so wie das jetzt läuft, ist, glaube ich, ganz gut. Und das etabliert sich, das braucht auch Zeit, bis sich das etabliert. Eishockey war lange Zeit die einzige Sportart, die keinen internationalen oder europaweiten Wettbewerb tatsächlich hatte. Es gab eine Champions League im Wasserball. Im Fußball sowieso, im Handball, aber im Eishockey gab es diesen internationalen Vergleich nicht. Und da hat man wirklich von null angefangen vor 6 Jahren. Und ich glaube, dafür ist das Format Champions Hockey League schon relativ weit und etabliert sich von Jahr zu Jahr besser. Was manche noch wissen, also die etablierten Fans, die Eishockey-Fans in München wissen das, dass du ja mit Eishockey-Geschichte hier geschrieben hast in dieser Stadt. Du warst Gründungsmitglied vom ESC München. Sozusagen. Nee, vom EHC München. Vom EHC, aber ja. Du hast vorher beim ESC war noch mal, ja, auch schon, genau. Und dann vom EHC Gründungsmitglied und du hast das erste Tor geschossen. Das hast du aber nicht auf Video. Nein, ich weiß gar nicht, ob es, wir könnten jetzt sagen, Scherz, aber... Nein, aber das stimmt, es stimmt tatsächlich, ja. Ob es zu der Zeit überhaupt schon Aufnahmen vom EHC gab, nein, weiß ich überhaupt nicht. Sicher nicht. Aber das stimmt tatsächlich, ja. Ist für dich... dann so ein bisschen mehr Herzklopfen dabei, weil es der Münchner Verein ist, auch wenn du lange Zeit schon raus bist aus dem aktiven Geschäft als Spieler. Ja, ist es tatsächlich nicht, weil das verbietet erstens die Berufsehre und man kann es gar nicht mehr vergleichen. Ich meine, der EHC in seiner Form existiert ja praktisch nur noch im Nachwuchs als e.V. und mit dem Profiteam hat das Ganze ja überhaupt nichts mehr zu tun und schon seit Jahren nichts mehr zu tun. Das ist ganz andere Liga, sind ganz andere Maßstäbe, die da gesetzt werden und nee, tatsächlich, das geht auch nicht, sonst kann ich den Beruf nicht machen. Aber selber auf dem Eis bist du noch ab und zu? Mit den Söhnen, glaube ich, schon. Ja, die Söhne sind auf dem Eis. Ja, ich selber, wenn es geht, einmal in der Woche. Aber ganz selten funktioniert das. Ja, aber du wirkst noch recht,
recht fit benannt. Jetzt kommt der andere Sport, wo viele sagen, da ist nicht so viel Fitness vonnöten, aber das ist in puncto Zuschauerinteresse in den vergangenen Jahren wahnsinnig angestiegen. Darts, demnächst beginnt die Weltmeisterschaft am 13. Dezember und du wirst, ich glaube, ab dem 14. jeden Tag kommentieren. Genau, bis 1.1. Das geht durch, die haben zwar ein paar Tage frei, immer dann über Weihnachten und einen Tag am 31. spielen die nicht, sondern das Finale ist dann am 1.1.2020, aber bis dahin jeden Tag tatsächlich Darts. Und wie sattelst du dann um? Ich meine, Eishockey, das lebt, da ist Action, da geht's hin und her. Den Schwung kannst du ja quasi vom Spielfeld mitnehmen. Beim Darts, das ist ja erstmal so eine ruhige Nummer. Da stehen die Jungs und fliegen die Pfeile. Ja, das kann man ruhig sehen. Das ist aber nicht ruhig, weil die Kulisse ist sensationell immer beim Darts und im Ellipelli, gerade bei der Darts-Weltmeisterschaft. Das ist sensationell von der Stimmung her. Und die Jungs auf der Bühne gehen auch ab und wir haben es ja gesehen, wenn da so ein Nine-Dart da fällt oder die 180 geworfen wird, dann ist das schon Emotion pur und die Jungs auf der Bühne, die wirken jetzt vielleicht nicht so als die emotionalen Typen, aber die gehen durchaus gut ab. Wie viele Nine-Dart hast du schon selber geworfen? Selber geworfen noch keinen tatsächlich. Aber du spielst so ein bisschen hobbymäßig, also deshalb kam glaube ich auch dieser Sprung dann zum Darts mit. Ja, das hat tatsächlich angefangen bei Sport 1. Dieses ganze Haus ist völlig Darts verrückt. In jedem Büro hängen da die Scheiben und mein ehemaliger Chef, der hat früher selber in der Liga gespielt und der hat gesagt, hey komm, als wir da eingezogen sind ins Büro, wir hängen mal so eine Dartscheibe auf. Und ich so, ja, Darts, wieso? Und er sagt, ja komm, lass uns mal da anfangen und so. Und dann sind wir da so reingewachsen. Und dann hat dieser Hype eben mit der Darts-WM auch begonnen, so vor 10, 12 Jahren, dann auf Sport 1. Und dann hat das seinen Lauf genommen. Und wir zocken ziemlich viel, ja. Echt? Wir haben gar keine Zeit dafür bei uns hier. Ja. Aber das nur am Rande. Die Zeit muss man sich halt dann nehmen. Weißt du, du brauchst auch zum Runterkommen so ein bisschen. Welcher Deutsche? Also Max Hopp ist ja nun die Nummer 1 in Deutschland und wird auch gesetzt in dieses Turnier gehen. Ja. Wer hätte vielleicht noch eine Chance? Er sicherlich mal ein paar Runden weiterzukommen? Ja, das ist ja eine sehr interessante Konstellation. Gabriel Clemens, der eine hervorragende Saison spielt dieses Jahr, 2019, der hat sich von seinem Beruf freistellen lassen und ist jetzt zum ersten Mal auf die Tour gegangen als Profi. Der ist aus Saarlouis, also aus dem Saarland und der hat eine richtig gute Saison gespielt und die Konstellation in der Auslosung gibt es so, dass Max Hopp und Gaga Clemens tatsächlich schon in der zweiten Runde aufeinandertreffen könnten. Ja, tatsächlich. Das ist aber so. Und das ist an sich sehr interessant, denn da geht es ja dann so wirklich bei der WM, wer ist die Nummer 1 in Deutschland, in Anführungszeichen. Aber es ist halt schon sehr früh. Und da fällt dann natürlich schon wieder ein deutscher Spieler definitiv in der zweiten Runde raus. Jetzt sind wir wirklich durch die Zeit gerast. Wir hätten, glaube ich, noch eine halbe Stunde machen können. Zum Abschluss, ein Name, wer wird Darts-Weltmeister? Dein Tipp, komm. Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Natürlich denken alle Michael van Gerwen, aber ich glaube, Gervin Price ist richtig gut drauf. Ja, und ich mag seine Art und Weise. Der kommt aus dem Rugby, der ist ein sehr emotionaler Spieler. Der kommt so, wo du selber miterlebst, weil wenn du aus dem Eishockey, Rugby, geht es ein bisschen körperlicher zu, ein bisschen emotionaler und der nimmt das Ganze mit und ich finde das sehr cool. Und auch der spielt eine sensationelle Saison. Bin ich gespannt, wie wir dich dann so erleben, wenn du dann selber körperlich damit dabei bist. Ja. Danke dir, dass du heute da warst. Ja, du hast noch ein Geschenk, du kriegst noch ein Gastgeschenk von mir natürlich. Ja. Habe ich dir mitgebracht, extra zur Darts-WM. Die Peter Wright-Frisur. Ist überall bekannt, ja genau, mit der Peter Wright-Frisur. Ob ihr dann was reinsteckt oder reinschmeißt, ob ihr Phrasen habt, auch hier im Studio. Ich weiß gar nicht, ob es Darts-Phrasen gibt überhaupt. Fußball-Phrasen könnte ich dir runterbeten. Ja, das kannst du auch dafür hernehmen. Mach das Ding voll. Das Ding bleibt in Ehren. Danke dir, dass du gekommen bist, dass wir mal so ein bisschen reinschnuppern konnten in diesen ja auch wirklich harten Job als Kommentator. Gern wieder, also bist du jederzeit willkommen. Dankeschön. Am kommenden Mittwoch wird in München der Audi Generation Award verliehen und München TV wird dieses Event übertragen. Der Audi Generation Award im Bayerischen Hof und live bei Ihnen zu Hause. Hochtalentierte junge Stars werden hier im Rahmen einer Gala geehrt. Es ist das Event in München. Wir sind live für Sie dabei. Am Mittwoch ab 20.45 Uhr. Der Audi Generation Award. Live bei München TV. Und eine Sportart, die in den vergangenen Jahren enorme Zuwächse verzeichnet, ist E-Sports. Allein über 34 Millionen Euro Preisgeld wurden vergeben bei großen Turnieren im vergangenen Jahr. Am vergangenen Wochenende, da gab es ein E-Sport-Turnier in München. Egal ob Strategiespiele wie League of Legends oder die Fußballsimulation FIFA, immer mehr Leute schließen sich dem E-Sport an. Der Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen boomt, auch hier in München. Der Unterschied zum normalen Sport für E-Sportler gar nicht mal so groß.
Im Endeffekt ist es wie im Fußball. Fange ich an, gehe ich auf den Sportplatz, bolze ich ein paar Mal oder gehe ich in den Verein, trainiere ich. Das Gleiche sehen wir hier. Plus über digitale Strukturen, die viel, viel schneller entwickelt sind. Und genau das ist auch so ein Moment hier für im Endeffekt die Jungen, ich sag mal, die Spieler der Zukunft, um sich hier zu zeigen und auch vielleicht von uns und unseren Scouting-Leuten beobachtet, aufgenommen, angesprochen und gefunden zu werden. Über 34 Millionen Spieler gibt es allein in Deutschland. Beim TSV 1860 München gibt es seit Januar ein E-Sport-Profi-Team. Breitensportler können seit Juni bei den 60ern Sport an der Konsole betreiben. 1060. Was faszinierend am E-Sport ist, man kann sich in die Welt der Profis reinversetzen und mit den Profis spielen. Nein, Spaß macht halt Spaß und wir sind damit aufgewachsen und deswegen kann man es halt als Zeitvertreib spielen. Es ist einfach, macht Spaß, ist cool. Ich finde E-Sport allgemein sehr spannend, auch weil es ein sehr kompetitiver Modus ist, wo man auch sich mit anderen Spielern vergleichen kann. Sich international so online zu messen mit den Leuten. Wichtig. Man kann auch mittlerweile tatsächlich Geld und so weiter mit dem Gaming verdienen. War jetzt aber allerdings nicht mein Ziel. Das Preisgeld bei großen Turnieren geht mittlerweile in den zweistelligen Millionenbereich. Bis zu 30 Millionen Euro werden bei The International, der weltbesten Serie, ausgeschüttet. Die Zielgruppe für E-Sport wächst stetig. Wir sind spannend für den Film, wir sind spannend für die Musik, aber auch interessant für Partner wie eine Sparkasse und auch Traditionsvereine. Und das macht uns am meisten so stolz. Und ich glaube, dass wir noch gar nicht einschätzen können, was da noch kommt. Wir sind gerade erst am Anfang einer ganz langen, super interessanten und sehr, sehr, sehr fruchtvollen Reise. Der Einstieg in den sportlichen Wettkampf und die Teilnahme an Turnieren ist oft über Probetrainings bei Vereinen mit einer E-Sport-Abteilung möglich. Vielleicht kommt der nächste E-Sport-Weltmeister ja sogar aus München. Und vielleicht ist es einer der beiden Kandidaten, die jetzt gerade im Studio schon sitzen und ihrem Lieblingssport nachgehen. Herzlich willkommen, sage ich, zu den Männern der Spielvereinigung Unterhaching, Nick Holste und Ramazan Elmar. Servus. Servus. Spielt weiter, es wird jetzt doppelte sozusagen Anforderungen an euch. Die erste Frage, die habt ihr schon tausendmal gehört, aber es ist die Frage schlechthin. Nick, ist E-Sport richtiger Sport im Sinne von Ausübung einer sportlichen Tätigkeit oder ist es nur eine Art Wettkampf, aber doch sehr locker? Ja, nee, ich muss sagen, dass E-Sport ist meiner Meinung nach eine richtige Sportart, weil man sich auch psychisch einfach sehr, 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 sehr anstrengen muss, was meiner Meinung nach richtig auch anstrengend ist, zum Großteil. Okay, warum sagen, du warst gerade bei einem großen Turnier in Bukarest, bist knapp am Viertelfinale gescheitert. Das sind schon mittlerweile Turniere, bei denen es richtig um viel Geld geht. Wir haben ja gehört, es werden ja gewaltige Summen mittlerweile auch bewegt und ausgeschüttet. Ja, tatsächlich. In so Turnieren gibt es ja auch dieses Jahr 6 Stück von. Einen habe ich ja schon mitgespielt. Beim zweiten habe ich es leider nicht geschafft, mich zu qualifizieren. Aber ja, das sind wirklich nochmal sehr professionelle Turniere, sage ich mal. Und das sind immer Turniere, so wie jetzt, das wir hier sehen. Fußball, also ist ja FIFA, was ihr da spielt. Was den meisten, die so eine Konsole haben, bekannt ist. Ich bin einer der wenigen, die mit gar nichts zu tun haben. Deshalb, ich würde es gerne mal probieren, Nick. Klar. Ist Fußball so die einfach bekannteste Geschichte, also weltweit, dass man da so... Jetzt im E-Sports-Bereich, meinen ja. Sie? Nee, da würde ich schon eher sagen, also FIFA ist lange dabei jetzt mittlerweile. Wie kommt noch was mit den Helfen? Ramazan muss erzählen. Den anwählen. Ich mache einfach weiter. X drücken. FIFA ist schon lange dabei, aber jetzt... Hier läuft man. Wo man am meisten verdienen kann, denke ich mal, wenn es ums Finanzielle geht, ist Fortnite zum Beispiel. Aber FIFA macht halt vielen Spielern, weil die halt auch schon lange dabei sind, auch den älteren Generationen. Und jetzt auf den Spieler drauf gehen. Spaß beim Zuschauen. Ja, schon hast du den Pass. Dribbelst du dann rum? Ach, die Chance habe ich vergeben. Auf X. Ich zeige eine Tage. Fast hätte ich mich sozusagen reingedribbelt. Okay, ich übergebe, du kannst weitermachen. Danke dir. Wie ist es bei euch? Führt ihr denn mittlerweile ein Profi-Dasein? Ihr seid ja in dieser neu gegründeten Abteilung bei der Spielvereinigung Unterhaching und seid sozusagen das Vorzeigepaar. Profi, Halbprofi, wie ist es, Nick? Ich sehe mich persönlich als Halbprofi, aus dem Grund, weil ich neben dem E-Sports mein Abitur mache, also externes Abitur und genau. Amazon, bei dir? Bei mir ist es genau das Gleiche, nur dass ich halt kein externen Abi mache, sondern noch in der Ausbildung bin, als Einzelhandelskaufmann bei der Rewe, wo ich jetzt auch in 2 Monaten voraussichtlich fertig sein werde. Und danach will ich halt noch nebenbei wahrscheinlich auch mein Abi machen oder sogar eine zweite Ausbildung starten, ich weiß nicht. Und E-Sports ist halt nebenbei und solange es klappt, machen wir gerne weiter. Aber könnte das eine Profikarriere werden?
Können schon, ja. Können schon. Also man kann auch davon leben. Aber da muss halt einiges an Erfolgen geholt werden und auch eine gewisse Reichweite zustande kommen. Nun ist so, ihr spielt, wie gesagt, für die Spiele in Hagen, aber ihr spielt nicht in der Bundesliga. Es gibt ja eine E-Sport-Bundesliga und viele bekannte Fußballclubs, Bundesligisten, haben eigene Abteilungen. Wie kommt ihr jetzt vielleicht an diese Möglichkeit, dort mitzuspielen? In diese Liga können wir nur mitspielen, wenn die Spielvereine unter Hagen, also wenn die Profis in die zweite aufsteigen, in die zweite Bundesliga aufsteigen. Sonst gibt es keine andere Möglichkeit, da mitzuspielen, sage ich jetzt mal. Und dann ergeben sich welche anderen Möglichkeiten, welche Serien? Die eine Serie, bei der du schon jetzt mit dabei warst, ist eine davon. Genau, dann gibt es halt nochmal die Club-Weltmeisterschaft. Die haben wir jetzt leider Gottes dieses Jahr ein bisschen verdödelt, weil wir beide auf der PlayStation angefangen haben. Und da ist halt einer sollte auf der PlayStation und einer auf der Xbox sein. Und da wir jetzt schon unser ganzes Budget, was wir zur Verfügung hatten, beiderseits in die PlayStation reingezahlt haben, sage ich jetzt mal, hatten wir kein Budget mehr für die Xbox übrig und deswegen mussten wir leider auf die Club-Weltmeisterschaft verzichten. Wie viele Stunden zum Beispiel trainiert ihr denn jetzt? Also es ist ja natürlich damit verbunden, dass ihr übt, dass ihr trainiert, dass ihr diese ganzen Abläufe ja, automatisch dann beherrscht. Also durchschnittliches Training am Tag, sag ich mal, sind 4 bis 5 Stunden. Wow. Je nachdem, auf was man sich vorbereitet. Also ich persönlich führe jetzt ein intensiveres Training durch, weil ich mich auf das Qualifier vorbereiten will. Da geht es ja dann darum, um nach Atlanta zu fliegen und dort mit dabei zu sein. Und, in Atlanta ist? In Atlanta ist der 3. Foot Champions Cup, genau. Aha, wann ist der? Die Qualifier ist am 14. Dezember und dort geht es am 17. Januar los. Mitte Januar. Genau. Du bist qualifiziert oder musst genau denselben? Nein, ich muss genau das. Also für jeden Foot Champions Cup gibt es eine eigene Qualifier. Man ist nur direkt qualifiziert, wenn ich jetzt im letzten Foot Champions Cup unter den Top 4 zum Beispiel gewesen wäre. Also im Halbfinale der PlayStation jetzt. Da war ich aber leider gar nicht dabei. Und deswegen muss ich über den Qualifier versuchen, mich dort zu qualifizieren. Wisst ihr aus der Erfahrung, die ihr auch schon vorher gemacht habt, bevor ihr bei der Spielvereinigung wart, wie viele aktive Spieler, also die wirklich Turnierspieler sind, es in München gibt ungefähr? Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also man kennt das ein oder das andere Gesicht schon, aber eine Großzahl würde ich sagen eher nicht. Also ich kenne keine. Ich wüsste jetzt keinen, der München. Da gibt es halt den Fifabio, aber der war jetzt noch der spielt in der VBL Championship für Kräuter Fürth, das weiß ich. Aber weil der wohnt in München, aber von München im Verein oder so sonst, nee. Also ich wüsste da niemanden, der jetzt schon bei. Wann kann euch mal derjenige der oder diejenigen, die es wollen, mal in Aktion erleben? Gibt es da Live-Übertragungen oder gibt es Turniere in der Gegend, wo ihr vor Ort sein werdet? Ja, also es gibt ja eine Plattform auf Twitch. Da streamen wir regelmäßig. Da kann man, machen wir ab und zu mal Streams, bestimmte Abo-Games, also wo halt die Leute, die halt uns zuschauen, auch uns, gegen uns spielen können, ganz normal. Und also das machen wir schon. Das geht schon. Sag mal, zum Abschluss noch, wo kommen die besten Spieler, Spielerinnen her? Aus Asien? Ich würde sogar sagen, also aus Südamerika sind wirklich sehr viele gute Spieler dabei. Aha. Aber ich finde sogar, die Deutschen übernehmen momentan die Szene sehr. Also wirklich jetzt im Achtelfinale der Xbox, im ersten World Champions Cup, waren 8 Deutsche dabei. Oder also 9 deutschsprachige und 6 oder 7 Deutsche, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Und auf der PlayStation waren wir zu dritt. Also der Deto von Leverkusen, der Jeffrey von Gladbach und ich. Und ich finde, das ist für die letzten 16 eine gute Zahl. Na, dann hoffe ich mal, dass eure Namen da bald regelmäßig auftauchen in diesen Turnieren. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ich kurz probieren konnte. Und es war, wie erwartet, ein Drama. Viel Erfolg euch noch. In der Regionalliga Bayern, da ist Türkgücü München die Mannschaft der Hinrunde und der schon begonnenen Rückrunde. Und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sie auch ein ganz klarer Aufstiegskandidat sind. Türkgücü München ist der Sensationsaufsteiger in der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft von Trainer Rainer Maurer steht an der Tabellenspitze. 8 Punkte beträgt der Vorsprung vor dem ersten Verfolger Schweinfurt. Im ersten Jahr in der Regionalliga Bayern ist Türkgücü München damit voll auf Kurs in Richtung Profifußball. Der Tabellenerste steigt direkt in die dritte Liga auf. Die Münchner stellen mit 50 Toren in 22 Spielen die beste Offensive der Liga. Und auch die erst 19 Gegentore sind Liga-Bestwert. Jetzt geht's aber erstmal in die Winterpause.
Ab Anfang März trägt Türkgücü München dann die Heimspiele im Grünwalder Stadion aus. Im nächsten Jahr stehen dann noch die letzten 12 Spiele in dieser Saison an. Und aller Voraussicht nach auch die letzten 12 in der Regionalliga Bayern. Und von der Erfolgsmannschaft von Türkgücü München ist der Kapitän heute zu Gast. Ich sage herzlich willkommen, Marco Holz. Hallo, servus. Ja, eine Saison, die ja wie ein Traumrausch eigentlich an euch vorbeifliegt und ihr das dementsprechend auch gestaltet. Hättest du es so gut erwartet? Du bist ja nun auch neu zu dieser Mannschaft gekommen und klar, mit gewissen Ambitionen, aber dass es so super läuft? Ja, muss ich ehrlich gestehen, hätte ich auch nicht gedacht, wenn es 22, 23 neue Spieler hast, dass das so funktioniert, dass wir am Ende jetzt zur Winterpause 8 Punkte vorne sind. Hätte ich am Anfang nicht geglaubt, aber man muss schon sagen, dass wir ja eine sehr gute Mannschaft haben, mit viel Qualität, mit auch Erfahrung, und das zeichnet uns halt aus. Und auch der Teamgeist ist halt überragend, deswegen stehen wir momentan da oben. Also das Wort Aufstiegsfavorit, und das kommt ja nicht mehr rum, um diesen, ich möchte mal sagen, Zusatztitel zum Titel Herbstmeister, zum Titel Sensationsaufsteiger etc. Ja, macht es das einfacher vielleicht sogar ein bisschen? Ja, was heißt einfacher? Natürlich, wenn man 8 Punkte vorne ist, ist man einfach der Aufstiegsfavorit. Aber wir wissen, 8 Punkte hört sich immer viel an, wie wenn es ein großes Polster ist. Aber im Endeffekt sind die Punkte auch schnell verspielt, und das wissen wir als Team. Und ja, ersten Teil haben wir geschafft, ersten Step, und jetzt wartet in der Rückrunde der zweite Step. Und wenn wir da gut starten aus der Winterpause, dann denke ich, haben wir große Chancen, dass wir da in die dritte Liga aufsteigen können. Die Winterpause hat aber für euch noch nicht begonnen, obwohl der letzte Spieltag vor der Winterpause, der ist seit dem vergangenen Wochenende vorbei. Und ihr seid aber noch voll im Training. Was ist da los? Ja, unser Trainer legt viel Wert auf Fitness. Und ja, wir haben eine lange Winterpause. Ich glaube, so 6 Wochen haben wir ziemlich circa frei. Ja, und da will der Trainer auch, dass wir nicht zu lange frei haben. Deswegen hat er gesagt, wir trainieren noch eine Woche und gehen dann erst in den Urlaub und fangen dann ja Mitte Januar wieder an. Ungewöhnlich. Bist du denn auch ein Spieler, der Erfahrung hat? Du hast ja schon über 200 Spiele allein in der dritten Liga gemacht. Ja. Kannst du sowas, dass dann nach dem letzten Spieltag ist doch eigentlich Schluss, da fliegt die Tasche in die Ecke und aus ist? Ja, muss man ehrlich sagen, das hatte ich noch nie, aber ich hatte noch nie so lange frei. Weil im Endeffekt, wir fangen erst wieder Mitte Januar an und die Rückrunde geht erst wieder im März los. Das ist schon ewig lang. Und von dem her ist ein bisschen verständlich, dass man noch was macht, dass man nicht zu viel Pause hat und dass man nicht wieder so viel aufholen muss. 22 Spiele sind rum, 17 Siege habt ihr eingefahren. Merkt ihr was, wenn ihr jetzt zu den anderen Mannschaften kommt oder wenn die zu euch kommen? Ist da schon eine ganz andere Einstellung? Also ihr seid der Favorit, gehen die anders mit euch um? Seid ihr sowas wie der FC Bayern in dieser Liga? Ja, weiß ich nicht genau, aber auf alle Fälle will uns jeder ein Bein stellen oder gegen uns jeder gewinnen. Und das ist dann schon immer, die hauen sie immer rein, die geben immer 100-200% gegen uns, und das ist dann nicht einfach. Wie war es für dich, als du gekommen bist? Neue Mannschaft, du sagst selber 20, 22 neue Spieler. Ich meine, du musstest erstmal alle kennenlernen, die mussten dich kennenlernen und es musste sich eine Hierarchie bilden. Ja. Ja, also wir haben ja super Spieler geholt, das muss man echt sagen, junge, hungrige Spieler. Und es war eigentlich, wie wenn wir uns schon länger kennen würden, so hatte ich das Gefühl. Und das zeichnet sich ja da am Platz aus. Also wir sind wie wenn wir schon 2, 3 Jahre zusammenspielen irgendwie. So habe ich zumindest das Gefühl. Und weil normal dauert sowas viel länger, wenn du 22, 23 neue Spieler hast, dass ihr das überhaupt findet. Aber wir müssen echt sagen, wir harmonieren momentan sehr gut. Und das, ja, deswegen stehen wir auch da oben. Dass du Kapitän bist, war auch ein Bestreben von dir selbst? Nee, also ich muss ja das mal richtig stellen. Kapitän bin ich ja eigentlich nicht. Also ich bin, wenn Yasin oder Ünal nicht spielen, bin ich der Kapitän. Ja. Momentan spielen sie nicht und deswegen bin ich halt der Kapitän. Aber das wollte ich nicht oder muss ich nicht unbedingt haben. Aber wenn der Trainer das halt so haben möchte, dann übernehme ich das Amt natürlich gerne. Was ist damit verbunden? Du kommst nun diese jungen, hungrigen Spieler zu jemandem, der eben schon seit einigen Jahren als Profi unterwegs ist. Und fragen die was oder sind die eher Konkurrenten? Nee, überhaupt keine Konkurrenten. Ich will einfach den jungen Spielern weiterhelfen. Natürlich haben die auch Fragen und kommen auf mich zu. Und dann versuche ich halt einfach, denen ein Stück mehr zu helfen und Informationen zu geben. Nun geht die, ja nicht Rückrunde, aber sozusagen die Zeit nach der Winterpause für euch erst weiter. Am 7. März, dann seid ihr auswärts beim Augsburg 2 zu Gast. Ja. Also wirklich lange Zeit, lange Unterbrechung. Was erwartet euch noch für diese abschließenden Spieltage? Wird sich dieser Druck dann vielleicht sogar noch verstärken, je näher dieses mögliche Ziel kommt, Aufstieg, dritte Liga? Ja, ich denke, auf alle Fälle wird der Druck noch mal höher sein. Wie gesagt, wir müssen eine gute Vorbereitung erstmal spielen, gut trainieren, weil die ersten Spiele in der Rückrunde, die werden entscheidend sein. Wenn wir die gewinnen, dann haben wir gute Chancen, dass wir da aufsteigen. Und dann
Bist du dabei nach wie vor bei diesem Unternehmen? Am Anfang haben manche gesagt, das Abenteuer Türkgücü. Mal gucken, wie das so fruchtet hier im Münchner Bereich. Ja. Jetzt muss man ganz klar sagen, das ist ein Unternehmen, was sich wirklich fokussiert. Ihr werdet dann auch im Grünwalder Stadion spielen. Ja. Also ihr kriegt dann auch eine Art neues Zuhause. Ja, auf das freuen wir uns eben, dass wir in der Rückrunde erst schon im Grünwalder spielen. Dass wir unser Stadion dann mehr oder weniger haben oder ein eigenes Stadion, sagen wir mal so. Aber ich bin natürlich dabei, also ich habe Vertrag und ich freue mich auf das Ganze. Und ja, es war am Anfang ein Projekt, aber man sieht, dass das alles so funktioniert. Und ja, wir sind gespannt und haben ein Ziel vor Augen. Ja, vor allen Dingen wäre dann eine Mannschaft aus München noch mehr in der dritten Liga. Und mit 60, mit Haching, falls sie nicht aufsteigen, ja, Ingolstadt hier im erweiterten Bereich, da sind ja dann eine Menge Derbys dann möglich. Ja, auf das freuen wir uns schon. Wir hatten ja schon eins im Pokal, haben auch schon gesehen in Heimstetten, was los sein kann, wenn so Derbys sind. Aber ja, wir sind heiß auf das. Aber erstmal haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Dann erstmal noch eine schöne Winterpause, dass du die ein bisschen genießen kannst, dass der Trainer euch ein bisschen Ruhe gibt. Marco, danke, dass du da warst. Danke. Den Überblick über den Sport, den gibt uns jetzt Emma Drechsler. Ex-FC Bayern-Manager und Präsident Uli Hoeneß wurde für sein soziales Engagement ausgezeichnet. Insgesamt 10 herausragende Persönlichkeiten wurden vom Bayerischen Landessportverband mit dem BLSV Ehrenamtspreis geehrt. Jeder bayerische Regierungsbezirk stellt einen Ehrenamtlichen des Jahres. Der FC Bayern München hat am Wochenende seinen Digital Campus eröffnet. Über 100 Kinder zwischen 8 und 11 Jahren kamen zu der Feierlichkeit in die Allianz Arena. Ziel des Projekts ist es, Kindern und Jugendlichen spielerisch Wissen und das sichere Verhalten mit PC, Tablet oder Smartphone zu vermitteln. Für Eltern gab es verschiedene Workshops mit Tipps zur digitalen Erziehung. FC Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gab auch bekannt, dass der Rekordmeister über einen Einstieg in den E-Sport nachdenkt. Und am vergangenen Wochenende, da hat auch der Winter für die deutsche Snowboard-Nationalmannschaft begonnen. Und erfolgreich, es gab gleich einen Podestplatz für das Team von Snowboard Germany. Es ist ein gelungener Auftakt für Martin Nörl in den noch jungen Winter. Beim traditionellen Europacup-Opening im österreichischen Pitztal rast der Allgäuer auf den 3. Platz. Ein guter Saisoneinstand für den 26 Jahre alten Bordercross-Fahrer. Im stark besetzten Teilnehmerfeld sind nur der Weltcup-Gesamtsieger Alessandro Hämmerle aus Österreich und der Italiener Lorenzo Sommariba besser. Mannschaftskamerad Paul Berg wird Vierter und unterstreicht die gute Frühform der deutschen Snowboard-Crossfahrer. Seit 9 Jahren mischt Martin Nörl im Weltcup mit. Bei den Olympischen Spielen 2018 wurde er Achter. Im Dezember 2018 gewann er sein erstes Weltcuprennen. Im deutschen Team ist Martin Nörl gerade nach dem gelungenen Saisonauftakt mit dem Podestplatz eine feste Größe. Und bei München TV, da sitzt er auf dem Podest. Herzlich willkommen, Martin Nörl. Hallo. Wie war die Fahrt vom Allgäu heute rüber? Schön, dass du die Zeit genommen hast und extra reingekommen bist nach München. Ja, ist ganz gut gegangen. Hat kaum Stau, war ein bisschen verwundert. Ja, heute war Neuschnee hier. Du bist ja nun sozusagen der Schneesportler schlechthin. Wie war es jetzt beim Europacup? Mal super begonnen, 3. Platz? Ja, ich bin happy. Ich meine, die Strecke hat mir sehr gut gelegen. Waren einige gute Leute da. Für den Weltcup haben noch einige gefehlt. Aber es ist gut gelaufen für mich. Ja. Was heißt das eigentlich? Jetzt relativierst du dein eigenes Ergebnis ein bisschen dadurch? Naja, also es ist schon so, es waren ein paar Top-Nationen da, aber ein paar haben gefehlt. Also die Kanadier waren nicht da, die Australier waren auch überhaupt nicht da. Die 2 Top-Leute aus Italien haben auch gefehlt. Also der Omar Visintin, der letzte Zweite im Gesamtweltcup geworden ist, war zum Beispiel auch nicht da. Also so ein paar Leute fehlen dann da einfach noch. Das zeigt, dass du aber auch diesen 3. Platz sehr realistisch einschätzt zum Beginn der Saison. Ja, ich denke natürlich, bei uns kommt auch viel immer auf die Strecke drauf an. Jetzt war das eine Strecke, die mir liegt und eben dann vielleicht 1-2 Fahrer, die mir auf so einer Strecke dann eher gefährlich werden, waren vielleicht auch nicht da. Aber ich denke, generell kann man schon sagen, dass wir gut drauf sind als Team auch. Was braucht es denn für eine Strecke, dass es eine Martin-Nörl-Podest-Strecke wird? Ja, am besten hat sie ein paar Gleitstücke drin, wo man überholen kann. Der Start ist nicht zu technisch. Und wenn ein paar engere Kurven drin sind, dann passt schon ganz gut. Nun bist du seit 2010 im Weltcup mit dabei. Aber erst so in den vergangenen Jahren hast du dich Schritt für Schritt immer weiter, auch durch die Ergebnisse, wirklich an die Weltspitze herangefahren und hast auch im vergangenen Winter deinen ersten Weltcup gewonnen. Bist du so ein Spätstarter, ist immer so ein Wort dafür, aber brauchtest du so ein bisschen einfach Wettkampfzeit, ein paar Jahre Erfahrung?
Ja, ich denke, im Bordercross ist es jetzt nicht ganz untypisch. Wir haben vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren haben wir dann auch einen Trainerwechsel drin gehabt. Bei uns im Verband hat sich einiges geändert, also sehr zum Positiven für uns. Wir haben mittlerweile ein super Service-Team auf unserer Seite und damit läuft es ganz gut jetzt. Ja. Der Winter jetzt wird ein relativ kurzer für euch. Es gibt genau 6 Weltcups. Eine ziemlich kleine Saison, wenn man es so nennen will. Es gibt keine Olympischen Spiele, es gibt keine Weltmeisterschaft. Was macht dann den Reiz aus? Was sind die Höhepunkte? Naja, die Höhepunkte ist einfach jeder Weltcup. Man muss dann auch jeden Weltcup für sich nehmen. Auf die freue ich mich natürlich wahnsinnig auch. Und da muss man einfach schauen, dass man da überall vorne mit dabei ist und dementsprechend dann halt auch im Gesamtweltcup sich am besten vorne mit einordnen kann. Wirst du deshalb vielleicht auch ein bisschen gucken, wann sind die Europacups, um die auch mitzunutzen? Ja, wenn ein paar Europacups werde ich fahren, nicht allzu viele. Ich habe zwischendrin noch eine kurze Pause, weil ich noch zum 2. Mal Vater werde. Glückwunsch an dieser Dankeschön. Stelle. Was wird's? Das sehen wir dann. Ach, ich dachte, ich krieg dich ran. Du hast in der Vorbesprechung schon nicht raus. Ich dachte, jetzt überrumpel ich dich. Na gut, dann nicht. Aber du hast eine Tochter. Das ist genau, schon das Erste. Ja, ja. Und jetzt kommt dann eben das 2. Kind. Und dann werde ich die Pause, wenn keine Weltcups sind, die werde ich dann auch, gerade da im Februar, werde ich die auch wirklich nutzen, dass ich da als Papa zu Hause bin. Das Leben als Snowboarder, du bist bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe, dann als Familienvater, das lässt sich wie alles für dich gestalten? Ja, relativ gut. Meine Frau spielt da zum Glück sehr gut mit. Die muss da schon einiges auffangen, da ich ja oft weg bin. Aber durch die Sportfördergruppe oder durch die Bundeswehr haben wir natürlich auch einfach einen sozialen Rückhalt, dass wir einfach auch gut dastehen und als Familie gut leben können dann, ja. Wäre es möglich, durch Eigensponsoren den Sport so auszuüben, wie du ihn gerade betreibst? Nee, auf gar keinen Fall. Also nur durch Sponsorengelder ohne Bundeswehr könnte ich es so nicht machen, wie ich es jetzt mache. In 10 Tagen startet dann der Weltcup. Also quasi dann der richtige Weltcup mit sozusagen dem Warm-up jetzt hier beim Europacup. Geht los in Montafon. Genau. Und da erwartest du was dann? Dann werden alle da sein. Ja, leider eine bisschen verkürzte Strecke, was den Schneebedingungen geschuldet ist. Sie hat auch ein bisschen anderen Streckenverlauf wie die letzten Jahre. Von dem her muss man noch so ein bisschen gucken, wie es mir liegt. Nun bist du einer der Erfahrenen im Team? Mit Paul Berg wahrscheinlich momentan so die beiden stärksten Fahrer im Weltcup. Hast du da so ein bisschen eine Anführerrolle? Du bist ja vom Typus eher so ein ruhigerer. Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich so eine Anführerrolle habe. Also mit dem Paul, klar, wir sind eben schon ein bisschen älter als die anderen, ein bisschen länger dabei. Aber ich glaube, dass bei uns im Team jetzt nicht so die wirkliche Chefrolle oder sowas gibt. Aber so ein bisschen den Leitwolf, den braucht es wahrscheinlich schon, weil ihr habt viele junge Fahrer. Die ja aber so wie du vor 10 Jahren fast jetzt dann langsam reinkommen in diese Wettbewerbe, Europacup, Weltcup. Ja, also der Paul ist jetzt bei uns auch Athletensprecher und der übernimmt eigentlich da schon die Verantwortung dann auch fürs Team. Was sind noch die Höhepunkte, auf die du zuarbeitest? Ich meine, du bist 26, das ist kein biblisches Alter, ja, trotzdem du schon lang mitfährst. Willst du noch mal einen Olympiazyklus machen? Ist das noch mal so ein Traum oder was ist so, wo du sagst, da arbeite ich hin sportlich? Also ich glaube, Olympia ist immer der Traum für jeden Sportler und gerade für uns im Wintersport. Von dem her natürlich, das wäre noch mal schön, dorthin zu kommen. Dann müssen wir mal schauen, was sozusagen sich bei dir noch anbahnt, die Saison. Danke, dass du heute da warst, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Dass es alles glatt abläuft. Und dann im Montafon, ja, darf gern so weitergehen. Treppchen, 2 Stufen hast du ja noch gelassen, also ist ausbaufähig. Ja, denke ich auch. Vielen Martin, danke. Kommende Woche in der Sportarena sind zu Gast Benedikt Böhm, der Bergsteiger, der Skibergsteiger. Er hat ein neues, erfolgreiches Projekt hinter sich gebracht. Wir werden darüber berichten. Er hat sensationelle Aufnahmen gemacht. Und der Davis Cup Teamchef Michael Kohlmann ist zu Gast. Wir wollen natürlich Revue passieren lassen, das Jahr aus seiner Sicht für die deutschen Tennisspieler und der Ausblick, was erwartet er sich für 2020. Das war's mit der Sportarena für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Servus.